So, Jakob, wir machen heute Ausfallschritt. Ausfallschritt ist eine richtig geile Übung für die ganze Fußmuskulatur. Das heißt wirklich vom Oberschenkel, Vorder- und Rückseite bis zum Wadel und auch richtig gut für den Hintern. Also ich sage immer, Männer brauchen einen Knackbau. Ist leider so. Dazu habe ich mir gedacht, nehmen wir einen Coreback her. Du kannst dich mit dem Gerät schon mal ein bisschen vertraut machen. Ist ein simpler Gewichtssack. Den wir dann auf die Schultern. Und dann die Ausfallschritte machen. Bei der Ausfallschritte ist wichtig, eben geraden Rücken halten, mit dem Coreback im Nacken und wirklich schön abgehen und im Knie Richtung Zehenspitzen ein bisschen einen breiteren Stand, damit wir da nicht in der Linie kommen, weil sonst knickt das Knie aus oder eine, das ist nicht gut. Aber am besten sage ich einmal, probier es einfach aus und wir schauen uns an, wie du das machst. Ja, sehr gut. Vielleicht ein bisschen einen größeren Schritt, damit da. Damit das Knie nicht so über die Zehenspitzen kommt. Und ran. Ja, schön. Rechts am weiteren Schritt immer, links passt es gut. Ja, schon schöner. Super, Jakob, das war gut. Ich würde sagen, wir gehen zur nächsten Übung.